Minervina di Lecce befindet sich im südlichen Salento, wenige Kilometer südlich von Otranto. Das Gebiet gehört zur Vereinigung der Gemeinde der östlichen Küste, zusammen mit Ortelle, Castro und Santa Cesaria Terme. Unter seinen Ländern gibt es zahlreiche Megalithen, die ahnen lassen, dass der Mensch in dieser Ortschaft schon während der Metallenzeit lebte. Suggestiv ist das Land, das sich um die Ortschaft erstreckt und sich in dichte Olivenhaine bis hin zu den Ortschaften Specchia Gallone und Cocumula verzweigt. Die grünen Felder, von alten und wüchernden Bäumen charakterisiert, synthetisieren völlig die Wirtschaft des Orts, die stark mit der landwirtschaftlichen Ausrichtung verbunden ist, besonders für die Öl-, Wein- und Getreidezeugnisseproduktion. Man kann die Architektur der ländlichen Zivilisation auf den Ländern von Minervino sehen, wo man die suggestive Trockenmauerwerke findet, die im Laufe der Zeit von den geduldigen Händen der Bauer des Orts gebaut wurden. Man kann auch die sogenannten Pajare bewundern, typische salentinische Bau, die errichtet wurden, um die landwirtschaftlichen Geräte aufzubewahren, oder sie wurden als Sommerwohnorte benutzt. Andere Sehenswürdigkeiten charakterisieren auch die östliche Küste, wo der Küstenturm Minervino auf der Straße Otranto Santa Cesaria Terme entsteht. Der Turm wurde im 16. Jahrhundert während der Regierung von Karl V. aus Augsburg auf Kosten der alten Universitas von Minervino gebaut. Heute ist er Reiseziel zahlreicher Touristen geworden, die wunderschöne Bilder der Landschaft machen wollen. Minervino di Lecce ist eine Ortschaft zu entdecken und sozusagen auch zu schmecken. Die ländliche Tradition mischt sich nämlich perfekt mit der önologischen und kulinarischen Innovation, besonders dank der ausgezeichneten Weinkellereien, die das Gebiet zu beleben scheinen und werden dank ihrer Qualität von wichtigen italienischen und ausländischen Bewunderern erkannt und anerkannt. Die Spontanität der Orte und die Vokation für den Empfang machen Minervino eine blendende Ortschaft, von wichtigen historischen und künstlerischen Denkmälern und bestimmt auch von der Freundlichkeit ihrer Bewohner und von der Professionalität der Reiseunternehmen verziert. Die historische Identität von Minervino di Lecce hält in der Schönheit der alten Ortsmitte wider, die mit eleganten, aus dem typischen lokalen Baustein gebauten Gebäuden verziert ist. Die Kirche Heiligem Herzengel Michael gewidmet, verbindet die Schlichtheit der Bautradition des Landes von Otranto mit dem einwandfreien Geschick der salentinischen Bildhauer. Das Fensterrose beherrscht die Fassade der Kirche und zeigt geile Kerben, die mit Üppigkeit den gesamten Umkreis mit einem suggestiven Umfang mit Dekorationen von Akanthusblättern und Pflanzen verzieren. Andere Kerben sind auf dem Architrav des Seiteneingangs auf die Seite des Platzes Umberto Primo gestellt. An der Spitze ist die Statue des Schutzpatrons Heiligen Michaels gut sichtbar. Beeindruckend ist das Bauvorhaben der Apsis, die man in seinen mächtigen Formen reich an Hinweise auf einen Antiquitätengeschmack bewundern kann. Das Innere des Gebäudes hat ein einziges Kirchenschiff und auf den Seiten liegen die Altäre aus Stein, die vorsichtig von der Devotion und von der Volksgnade dekoriert sind. Auf dem Platz 4. November findet man die Kirche Heiligen Antonius aus Padua. Die Kirche ist an der Vorderseite nüchtern und schlicht.
Die Geradheit ist von den Bürgern des Klosters abgebrochen. Einst war die Kirche mit dem Kloster der Franziskanerbrüder verbunden. In deren Räume, die vor kurzem restauriert wurden, werden zahlreiche besonders prächtige Werte aufbewahrt. Wenn man in der Ortsmitte von Minervina spaziert, erfährt man die Geschichte des Orts. Der feierliche Herzogspalazzo der Venturi ragt hier hervor. Er wird nicht zufällig von den Bewohnern Neues Schloss genannt, wegen seiner Verteidigungsfunktion, und denn es stellte die feudale Macht dar. Der Überfluss der Familie Venturi ist dem alten Adelssitzes von der Schlossstraße sichtbar. Von den alten und linearen Formen ragt das Portal mit Bossenwerk hervor, wo das Familienwappen steht. Wenn man diese wunderschönen Denkmäler bewundert, bemerkt man, wie und wie viel das kulturelle Erbe der Stadt gepflegt und valorisiert wurde. Die bebaute Landschaft von Minervino schenkt suggestive Gefühle und bezaubernde Szenerien. Der Ortsteil Cocumola gehört zur Gemeinde von Minervino di Lecce. Das kleine gewohnte Gebiet stellt sich fächerartig um den Platz des Orts auf, der dem Schutzpatron Nicola di Mira gewidmet ist und von der Bevölkerung an der ersten Woche von August gefeiert wird. Hier oben entstehen die alten Adelshäuser, unter denen der Palazzo Pasca mit seinen umfassenden Konturen hervorragt. Die Fassade ist vom reich verzierten Portal beherrscht. Eine elegante Brüstung, die das Gebäude umrahmt, ist das gute Ergebnis einigen Veränderungen des Endes des 18. Jahrhunderts. Einst sollte das Gebäude bestimmt eine Verteidigungsfunktion übernehmen. Das bemerkt man aus den Resten einigen militärischen architektonischen Elemente des 16. Jahrhunderts. In diesen typischen salentinischen Gässchen scheint es, als ob die Gedichte des berühmten Schriftstellers Vittorio Bodini, die in La Luna dei Borboni gesammelt wurden, lebendig werden. Ein Dorf, der Cocumola heißt, ist, als ob man die Hände mit Mehl schmutzig hat und eine kleine grüne, limonfarbige Tour. Wenige Meter von dem Platz entfernt liegt die schlichte Pfarrkirche, die in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts restauriert wurde. Wenn man bis hin zur Peripherie weitergeht, findet man die kleine Kirche der Jungfrau Assunta gewidmet, die hier in Cocumola als die Madonna des Hurrikans gekannt ist. Die Kapelle wird in Erinnerung des heftigen Unwetters so genannt, das 1832 in der östlichen Seite des Salento herrschte. Der Sturm sei dank der sofortigen Rettung der Jungfrau gemildert worden. Cocumola ist den vielen auch dank der ausgezeichneten traditionellen Küche bekannt, die man in den verschiedenen Lokalen der Altstadt schmecken kann. Die richtige Gelegenheit, um die schönen Landschaften des Salentos zu genießen und gleichzeitig um die typischen Gerichte des Landes von Otranto zu probieren. Thank you.
Die Schönheit des authentischen Salentos ist in der kleinen Ortschaft Specchia Gallone, Ortsteil von Minervino di Lecce, gut spürbar. Die Ortschaft war jahrhundertelang mit den Fürsten Gallone di Tricase verbunden. Sie waren unter den reichsten Adelsfamilien des südlichen Salentos. Der Barone-Palast aus dem 16. Jahrhundert liegt an der Grenze des Platzes des Orts. In der Mitte der prächtigen Seitenbrüstung steht noch das heraldische Wappen der Familie Gallone. Auf der Hauptfassade des Palazzos steht das Wappen der Familie San Giovanni, die zum Adel von Alessano Lehnsherren von Specchia nach den Fürsten von Tricase gehörte. An den Konturen des Gebäudes bemerkt man die verschiedenen Veränderungen, die im Laufe der Jahrhunderte gemacht wurden, um die ursprüngliche schmucklose und militärische Festung zu verschönern und eleganter zu machen. Man findet andere Veränderungen auf den Skulpturen des Portals, der dem Schutzpatron des Orts, Heiligen Blasius, gewidmeten Pfarrkirche heraus. Suggestiv ist die Ikonografie aus dem 17. Jahrhundert auf der steinernen Dekoration. Einige Symbole erinnern das Thema der Passion Christi und des Memento Mori, wie das Kreuz, die Auspeitschungssäule und der Schädel. Das Innere hat ein einziges Kirchenschiff mit einer prächtigen monumentalen Kanzel, völlig aus Pietra Leccese, typischer lokale Baustein, produziert. Der Hauptaltar stellt eine stilistische Einzigartigkeit im salentinischen Gebiet dank seiner komplexen, vielfarbigen Intarsien dar. Die malerischen Sehenswürdigkeiten von Specchia Gallone sind vor allem auf den Gravierungen der Wände der Kirche Heiliger Hanna ein künstlerisches Juwel mit hohem kulturellem Wert. Das Gebäude befindet sich der Straße entlang, die nach Poggiardo führt, ein bisschen weit vom gewohnten Gebiet entfernt. Äußerst zeigt sie die offensichtlichen Anzeichen wichtiger struktureller Veränderungen, die im Laufe der Zeit getätigt wurden. Im Inneren bewundert man die Feinheit des 16. Jahrhunderts in Salento, die hier in der Kirche Heiliger Hanna sich mit qualitativ hochwertigen Darstellungen zeigt. Die Fresken in Szenen geteilt erinnern an die Ereignisse des Evangeliums und des Alten Testaments, die deutlich und schlichtlich mit dem Stil der Biblia Pauperum dargestellt sind. Suggestiv ist die Darstellung der Jüngsten Gerichts entlang die Gegenfassade der Kirche gemalt. Die alte und adlige Geschichte der Landwirtschaft von Specchia Gallone halt der Straße entlang, die nach Minervino führt, wieder. Die großen Masserien aus dem 16. Jahrhundert fallen in die Augen der Besucher mit ihren mächtigen, vor kurzem restaurierten Fassaden auf. Diesen Gebäuden verstecken oft einige Juwelen im Untergrund, wie zum Beispiel alte riesige Getreidespeicher. Die Vergangenheit der salentinischen Identität kommt mit ihrer Schönheit und ihren prächtigen kulturellen Beweisen zurück. In Specchia Gallone schätzt man den griechischen Empfang der Bewohner des Orts und die Pflege der Orte. Das Gebäude von Minervino di Lecce hat ein wichtiges Erbe der megalithischen salentinischen Kultur. Ein Beispiel ist der Dolmen Liscusi,
auf der Straße, die Minervino mit Tugiano la Chiesa verbindet. ...1867 von Mario Antonio Micalella herausgefunden, ist der Dolmen Liscusi unter den mexischen Dolmen Apulischer Halbinsel. Er ist ein der ersten Megalithen, die während der Bestandaufnahme zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert in Italien studiert wurden. Die Deckfläche der Abschirmplatte hat ein Loch von 20 cm Durchmesser, das vermutlich eine alte kulturelle oder astronomische Funktion hatte. Kürzlich hat die gemeindliche Verwaltung von Minervino den kulturellen Park Dolmen Liscusi gegründet, um die Schutz- und Erschließungsmaßnahmen der Denkmäler mittels Beförderung interessanter touristischer Reiserouten, die innerhalb des sogenannten SACS Umwelt- und Kultursysteme Salentinischer Treibhauses zu verbessern. Der Menhir Monticelli charakterisiert das megalithische Erbe von Minervino. Er liegt wenige Kilometer von gewohnten Gebieten entfernt. 1951 von Giuseppe Palumbo herausgefunden, ist der Monolith 2 Meter und 25 hoch, früher war er vermutlich größer als heute. In Cocumola kann man heute auf der Savoia Straße den Menhir Croce, das heißt Kreuz, bewundern, der einst im flachen Land war, wie der Leccese Cosimo De Giorgi in seiner Bestandaufnahme erinnert. Das Denkmal ist 3 Meter und 20 cm groß und hat eine Basis 63 cm breit. Die prächtigen Megalithen verzieren das Gebiet von Minervino. Erbe, das alte religiöse Ausrichtung des Salentos und die starke Verbindung mit der Natur und mit der Erde wachruft.